Ja, herzlich willkommen zum 27. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik 22. Anders wie ursprünglich geplant, habe ich mich entschieden, nach diesem Pfingstfrequenz mit diesen drei Impulsen dazu jetzt drei Impulse mit Nachtgeschichten anzuschließen. Die erste hatten wir letzte Woche, der Besuch von Nikodemus bei Jesus in der Nacht mit dem Thema Wiedergeburt, eine zweite heute, eine dritte nächste Woche. Und ich teile dazu den Bildschirm. Und lade ein, den Text gemeinsam zu rezitieren. Kampf am Jobbok, neue Identität aus Genesis 32. Jakob stand in jener Nacht auf und nahm seine zwei Weiber und seine zwei Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein übrig und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an, und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Und Jakob fragte und sprach, tu mir doch deinen Namen kund. Da sprach er, warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Pniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist, bis auf den heutigen Tag, weil er das Hüftgelenk Jakobs, die Spannader, angerührt hat. War wiederum ein mächtiger Text. Ich möchte ihn gern zunächst ein bisschen in seinen Zusammenhang stellen und dann einmal schauen, was im Blick auf die Kontemplation möglicherweise dazu zu sagen sein könnte. Also der Zusammenhang ist eine irre und verwickelte Familiengeschichte, die sich lohnt zu lesen mit allen möglichen systemischen Einsichten, eben aus dem ersten Buch Mose. Hier das 32. Kapitel, sie beginnt in der engeren Form im 29. Also Jakob und Esau, nein, umgekehrt Esau und Jakob, Söhne von Isaac und Rebekka. Zwillinge, Esau der Erstgeborene, an dessen Ferse Jakob sich festhielt als Zweitgeborener. Esau, der Liebling des Vaters, Jakob, der Liebling der Mutter. Und Jakob wird da durchaus als tricky beschrieben. Also, als sein Bruder,
Jäger, er Hirte und Landwirt. Einmal ergebnislos hungern von der Jagd kam, sagte er ihm, willst du was zu essen haben? Verkauf mir dein Erstgeburtsrecht, dann kriegst du einen Topf Linsen, einen Topf. Und Esau sagt, was hilft's mir, wenn ich tot bin, mein Erstgeburtsrecht, also machen wir, Deal. Zweiter Teil. Als Isaak wusste, dass seine Tage gezählt waren, ließ er Esau kommen und sagte zu ihm, Esau, schieß mir ein schönes Böcklein und bereite es mir zu, wie ich es mag, dann werde ich dich segnen. Das hatte Rebekka gehört und während Esau sich aufmachte zum Jagen, sagte sie dem Jakob, hier schlachte eins von den Böcken aus deiner Herde, ich bereite es zu, wie der Vater es mag. Dann bringst du es ihm und lässt dich segnen. Gibt es noch genauere Verkleidungen, dass der Vater ihn auch nicht erkennt oder richtig erkennt? Und so kommt, dass Isaak Jakob segnet. Im Segen großes Volk zu sein und auch sein Bruder müsse sich vor ihm neigen. Wenig später kommt Esau aus dem Wald, kommt mit seinem Gericht, relatives Entsetzen und klar ist, Segen kann nicht zurückgenommen werden. Jakob bekommt kalte Füße und flieht zum Bruder seiner Mutter, seinem Onkel Laban, der ihn dann selbst wieder ordentlich betrügt. Und nach etlichen Jahren beschließt er dann doch heimzukehren. Und auf dem Weg zurück, bange, wie sein Bruder ihn wohl erwarten wird, schickt er Kundschafter aus und die berichten ihm, Esau zieht ihr entgegen mit 400 Mann. Darauf teilt er das, was er besitzt, in zwei Lager, damit, wenn das eine überfallen wird, das andere noch fliehen kann. Und er sendet seinem Bruder Friedensangebote, Rinder, Ziegen und Kamele entgegen. Und in der Nacht vor dem Aufeinandertreffen der beiden, diese eigentümliche Geschichte. Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine zwei Frauen und seine Mägde und 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Dann nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Also alles an Tieren, an Besitz. Und Jakob blieb allein übrig auf der anderen Seite des Flusses. Nacht. Dunkel. Allein. Nacht ein bisschen schemenhaft, ahnungsvoll. Undeutlich, unklar. Fluss, Übergang zwischen Üben und Rüben, Vergangenheit und Zukunft, Untiefe, Strudel. Und in dieser Situation ausgesetzt, verbringt er die Nacht. Es ist eine Situation ähnlich, wie wir sie kennen, wenn wir uns zurückziehen zur Kontemplation, Distanzierung vom häuslichen Umfeld, häufig, wenn es nicht gerade ein Abend ist wie heute, sondern ein längerer Kurs, mit einem Ortswechsel. Und der Entscheidung ist, in dieser ausgesetzten Situation auszuhalten. Jakob blieb allein übrig. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Mehr Beschreibung gibt es erstmal nicht. Vermutlich ist diese Geschichte eine regionale, ursprünglich eine regional eigene Geschichte, die dann in diesen Jakob-Geschichten
Strang eingebaut wurde. Die Geschichte einer Flussgottheit, eines Flussgeistes, der hier wie aus dem Nichts auftaucht und mit Jakob ringt. So wie die Nacht, Ort der Dämonen, der ungeordneten inneren Kräfte. Des Ringens mit dem Unerlösten, Unabgeschlossenen ja oft ist. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an, bei Luther steht, schlug er ihm auf die Hüfte und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, während sie miteinander kämpften. Also Jakob weicht nicht zurück, flieht nicht, hält Stand, bleibt da. Noch so ein Motiv der Kontemplation. Da bleiben. Sitzen bleiben. Was immer auch auftaucht an Qualitäten, auf mich einstürmt und eindringt, an altem Unerledigten, Offenen, Unabgeschlossenen, Unerlösten, Unbefriedeten, da bleiben. Standhalten. Und dieser Mann, scheinbar lichtscheu, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und Jakob antwortet, ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Und er fragt ihn, was ist dein Name? Und er antwortet, Jakob. Und dann kommt dieser Identitätswechsel. Da sprach er nicht, Jakob soll hinfort dein Name sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Eine neue Identität. Die das Segnen verliehen wird. Ähnlich, wie sich ganz allmählich in der Praxis der Kontemplation eine neue Identität auftut. Wie wir in der Eingangsrezitation rezitiert haben. Wichtigste Erkenntnis auf dem spirituellen Weg ist die Tatsache, dass es kein permanentes Ich gibt. Wer zu seinem wahren Wesen durchstößt, findet dort kein Ego mehr. Es ist ein Wandlungsprozess, der sich von innen nach außen vollzieht. Die Struktur erfährt eine Klärung und der Mensch erhält eine Ahnung davon, dass das Eigentliche hinter der vordergründigen Struktur liegt. Hinter diesem Jakob mit seiner Geschichte, seinen Tricksereien, seinen lebensgeschichtlich erworbenen Verletzungen, dahinter, darunter, größer, umfassender Israel. Und Jakob fragt und sprach, tu mir doch deinen Namen kund. Da sprach er, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin nicht gestorben. Heißt bei Luther in der Elberfelder hier, Übersetzung, und meine Seele ist gerettet worden.
Und die Sonne ging über ihm auf, als er über Peniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Auch in dieser neuen Identität bleiben wir gezeichnete, geprägte, fragmentierte, auch verletzte. Und gleichzeitig ist dies Kennzeichen des Segens, der Einmaligkeit, der Besonderheit, der Unverwechselbarkeit. Wie gesagt, eine mächtige Geschichte. Und ich natürlich keinerfalls meine, sie annähernd ausgeschöpft oder in ihrem Horizont abgeschritten zu haben. Und doch für mich auch eine Geschichte der Kontemplation, des Ringens in der Praxis und der Verwandlung in der Praxis und des Segnens der Praxis. Daran wollte ich euch heute Abend Anteil geben, auch ist mir diese Geschichte besonders lieb, weil der Trauspruch meiner Frau und von mir und einem befreundeten Pfarrer aus diesem Text gewählt ist. Was ich damals einen eigentümlichen Trauspruch fand, über den er dann natürlich auch predigte. Ja. Lasst uns schließen mit dem zweiten angekündigten Williges-Text. Den ich teile. Die wichtigste Erkenntnis auf dem spirituellen Weg ist die Tatsache, dass es kein permanentes Ich gibt. Wer zu seinem wahren Wesen durchstößt, findet dort kein Ego mehr. Die Weisen aller Religionen waren sich dessen schon immer bewusst. Egolos zu werden bedeutet jedoch nicht, dass es da kein funktionierendes Ich mehr gibt. Es bedeutet vielmehr, dass wir uns nicht länger mit dem Ich identifizieren. Wir beginnen, unser Ich als integrierten Teil einer umfassenderen Wirklichkeit zu erkennen, denn wir begreifen, dass wir weit mehr sind, als unser Ich uns vorgaukelt. Unser wahres Wesen, da ist etwas viel Hintergründigeres. Unser Bewusstsein hat noch eine weitere Ebene, die wir als transpersonal bezeichnen können. Es ist diese Ebene, die unserem Leben Sinn gibt, es formt und entfaltet. Sie steht uns als Quelle der Heilung und inneren Führung immer zur Verfügung. Auf dieser Ebene erfahren wir uns zutiefst mit dem Ganzen und mit allen Wesen verbunden. Wir erkennen, dass das Getrenntsein unseres Ichs nur eine Illusion ist und ein schrecklicher Irrtum unserer Zeit. Wenn wir zu unserem wahren Wesen durchstoßen, erfahren wir uns selbst als Ausdruck und Vollzug des Göttlichen.